Hallöchen da draußen und herzlich willkommen zu einer Folge 7 Days to Die, die wieder funktionieren sollte. Also, zumindest hatte ich es vorhin. Aha. Ihr seht's. Die olle Blindschleiche sieht mich wieder. Ich frage mich nicht, was los war. Ich spiele weiterhin bei mir drauf. Ich bin einfach nur einmal raus und wieder rein. Und, ja, funktioniert alles so, wie es soll. Und frag mich jetzt bitte nicht, was da kaputt gegangen ist. Frag mich bitte nicht. Heißt also, ich kann weiter aufnehmen. Wir haben keine Probleme. Und, ja, dementsprechend brauchte ich eure Kommentare auch alle noch nicht. Ich danke euch trotzdem sehr, falls ihr mir alle Kommentare geschrieben habt. So aus der Zukunft heraus gebe ich euch erstmal ein großes Dankeschön für eure Mitarbeit und euer Interesse hier an diesem Let's Play, dass ihr dahingehend weiter mitwirkt. Und ja, jetzt geht's weiter hier. Ich hoffe, unsere Baumfarm wächst fleißig voran, dass wir denn zur Tag 14 Horde fleißig weitermachen können. Und solange würde ich jetzt ganz gerne einfach mal ein bisschen looten, um zu gucken, dass wir Materialien kriegen, dass wir Rezepte finden und, und. Liegt da unten auf dem Boden? Voll in. Nein, das sage ich jetzt nicht. Alter! Ihr könnt aber jetzt wieder weit gucken, könnt ihr. Hier so voll in Sack. Jetzt heißt doch gesagt. Ach, Herr Kollege. Bitte, nehmen Sie es mir doch nicht übel. Es war noch nicht böse gemeint, also. Das ist doch alles nur Spaß. Also. Du da hinten? Bleibst da hinten bitte? Dankeschön. Ach, Muttchen. Und da sitzt auch noch einer. Oh, das hier ist aber auch was los heute. Hier, der. Ein Treffer und schon hunted? Sag mal. Oh. Und es hat Zoom gemacht. Danke sehr. Einfach hinlegen. Das sind hier Töne, ne? Kenn ich sonst nur von meiner Freundin nach dem Aufwachen. Alles klar. Alter, aus dem Liegen aufgesprungen, um wieder hinzufallen. Sehr nice. Sag mal, bin ich jetzt blind? Hallo. Muss ich jetzt doch mit Knüppel kommen? Danke sehr. Ich sag ja, einfach liegen bleiben, bitte. Einfach liegen bleiben. Nicht weiter drum. Level up. Zack. Ah. Deswegen. Ich stehe direkt davor und schieße im Boden. Kann ich dann... Hallo? Hallo? Ist hier gerade wieder eine Fahne oder so? Es ist ja laut, ist das. Und gleich der nächste, der hier stöhnt. So.
Den Zombie-Spawn irgendwie hochgestellt oder so? Entschuldigung. Was ist denn hier überhaupt drinne? Was erwartet mich denn hier? Was erwartet mich hier drin überhaupt? Ist das eine Schule? Hallo? Das ist, glaube ich, eine Schule. Eine Schule bräuchte ich jetzt aber eigentlich erstmal nicht, ne? Wie der Sandsturm hier so durchs Haus durchfegt. Ja, ich würde sagen, das ist eine Schule und Schule brauche ich jetzt erstmal nicht. Hier war ich schon dran. Da hinten so Industrie, Fabrik. Nochmal Militär. Ist eigentlich geil. Aber moin. Aber ich glaube, das kommt noch zur falschen Zeit. So, was ist denn das hier? Pawn and Lawn. Und eine sehr schöne Grafik da vorne. Ich würde sagen, wir tun uns hier mal Pawn and Lawn an. Mal schauen, was das so verspricht. Unlocked. Sehr gut, dass ich trotzdem drauf einschlag. Hallo? Ist hier jemand? Also ich weiß, da oben waren ganz, ganz viele. Da waren wir ja letztes Mal. Deswegen, die würde ich... Die würde ich... Oh, Mann. Ungerne würde ich die alle wecken wollen. Hallo, hier bin ich. Hallo. Hallo? Ja, da oben, ne? Wir haben es ja schon gesehen. Ich würde nur erstmal gucken wollen, dass hier unten nichts mehr ist. Doch, da hinten ist noch einer. Der da. Einfach stehen bleiben. Nicht bewegen. Hallo. Ist da oben auch noch wer? Sag mal. Alter! Steht die mit einmal vor mir? Okay. Ist okay. Warum bin ich schon wieder voll? Eieieiei. Hallo, ihr zwei. Also, ja, es war ja irgendwie zu erwarten. Also das ist ja lustig. Man hört es nur krachen und mit einmal steht ein Zombie vor dir. Das ist richtig clever gemacht. Gar nicht mal so, wie ich das gemacht habe, dass das irgendwie so als Fall ist zum Runterfallen. Nein, das sind die Zombies, die da runterkommen sollen. Das finde ich cool. Das ist eine geile Idee.
Wie viel? Hallo? Kann ich dich tragen? Ja, das kann ich wegscrappen, das kann ich wegscrappen. So. Dann. Ja, würde ich nach da hinten gehen und da hinten wieder aufräumen wollen. Es war mir denn doch ein bisschen angenehmer. Oder wir bringen das erstmal kurz nach Hause. Es ist eigentlich schon wieder viel zu voll, um looten zu gehen. Bringen wir das schnell nach Hause. Wir sind ja gerade da. Na gut, man sollte davon ausgehen, dass der Müll, der bei mir direkt vor der Haustür liegt, vielleicht schon gelootet ist. Einmal sortieren. Dann Blueberry Seeds, Kaffee Seeds. Wasser. Nein, man schließt nicht mit Tab das Zeugsies. Die dahin. Das und das kann auch da bleiben. Das Holz behalten wir immer noch. Kohle packen wir hier hin. Hier kommt das hin, hier kommt das hin und das hin. Duct Tape auch. Das haben wir noch nicht da, das schon. Die Nägel haben wir hier, das Öl haben wir hier. Kleber haben wir hier. Scheinwerfer haben wir hier. Steine können wir behalten. Können wir uns ein paar Pfeile draus machen. Nein, können wir nicht, wir haben keine Federn mit. Nur läuft soweit, würde ich behaupten. Was macht die Baumfarm? Wachset, Freunde, wachset. Wachset und gedeiht. Ah, es ist schon wieder 20 Uhr. Oh, ist das unpraktisch. Die Schaufel habe ich nicht mit. Gut, dann machen wir das anders. Dann sehen wir heute mal zu, dass wir in der Nacht so eine kleine Mine buddeln. Da habe ich jetzt echt nicht mehr dran gedacht. Zack. Zack. Ja, hier ist vielleicht nicht allzu clever, eine Mine zu buddeln. Egal. Wagen was? So, dann machen wir eine Hedge. Craft und dann machen wir Ladder. So. Machen wir das so, dann können wir nämlich hier ja, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Dann machen wir es halt so. Ja, und dann wird das ziemlich mühselig heute.
Denn müssen wir nämlich mit so einer schlechten Schaufel ein bisschen buddeln. Dann können wir uns über uns dicht machen. Aufwerten. So, und dann machen wir hier gleich zwei tief. Den können wir nämlich auf eine Seite die Leitern schmeißen. So, dass man die auch noch vernünftig sieht. Genau. So ist es gedacht. Ach ja. Habe ich die Fackel mitgenommen? Sehr gut. Kann ich wenigstens Licht machen. Das erfreut mich wiederum. Essen, Trinken haben wir auch beides da. Können wir Ausdauer mit beidem wieder hochrennen generieren. Obwohl, da fällt mir gerade ein, ich soll in der Hocke schaufeln. Und dann hoffen wir mal, dass wir einfach unterirdisch mal ein paar Ressourcen finden. Bevorzugt erstmal Eisen. Zack, 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 zack. Fackel nehmen wir mit und hängen wir weiter runter. Oh. Sehr gut. Da sind wir schon bei Stein. Sind wir jetzt schon bei Stein? Das ist natürlich praktisch. Ich weiß gar nicht, wie tief wir buddeln mussten. Also früher war das mal irgendwie so ein Richtwert. Keine Ahnung, buddel bis zum Bedground und Bedrock und versuch da unten dein Glück. Aber wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist hier schon das erste Eisen am Start. Jawohl. Das nenne ich doch mal Glück. Ist das jetzt eine Ader oder ist das nur ein einzelner Brocken? Ist jetzt die Frage. Dankeschön. 5000 mal klicken, bis man das jetzt kriegt. Hier ist nichts, da ist nichts. Das sieht so aus, als wenn hier. Na? Oh. Arme Häschen. Also ich muss ja sagen, in Realität habe ich noch keine Hasen sich an Kakteen sterben hören. Aber es klingt lustig. Ich glaube nicht, dass das wirklich so ist. Ja, ja, ich würde jetzt einfach mal weiter runterbuddeln. Denn das Eisen scheint hier gerade irgendwie wieder weg zu sein. Und da ist es doch schon wieder. Sehr nice.
Nee, das ist doch gerade hier, ne? Genau. Zack, zack. Holen wir uns die Fackel wieder weiter runter. Danke sehr. Und da ist schon wieder Eisen. Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal Pause und wir sehen uns morgen früh wieder. Schaltet wieder ein und ihr werdet ihr sehen, wie weit wir hier gekommen sind. Bis dahin, ciao, ciao.